FC Magdeburg hat den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der dritten Fußballliga verpasst. Gegen den FSV Zwickau kam der Aufstiegsaspirant in einer Nachholpartie des 27. Spieltags nicht über ein 2:2, 1:1 hinaus. Einen Zähler hinter dem SVW in Wiesbaden, 62 Punkte, bleibt Magdeburg damit auf Relegationsplatz 3, hat gegenüber Wien und Tabellenführer SC Paderborn, 64, allerdings noch ein weiteres Spiel in der Hinterhand. Als Spielverderber für Magdeburg trat Zwickaus Bentley Bahn auf der mit einem Doppelpack, 15. 84. jeweils per Elfmeter zum Ausgleich für den Tabellen 13, traf. Marcel Kostli, 9. und Philipp Türpitz, 66. mit seinem 10. Saisontor hatten den Gastgeber zweimal in Führung geschossen. Gleich 7 unterschiedliche Schützen trugen sich beim 4:4, 2:3 im zweiten Nachholspiel des Abends zwischen RW Erfurt und dem VfL Osnabrück in Torschützenliste ein. Der niedersächsische Traditionsklub liegt nach dem Punktgewinn auf Rang 16 8 Zähler vor der vom Chemnitzer FC angeführten Abstiegszone. Erfurt hatte vor rund 2 Wochen einen Insolvenzantrag gestellt und plant zur kommenden Saison einen Neubeginn in der Regionalliga.